Ach ja, da zielt sie wieder. Hallo und herzlich willkommen zu Torchlight 2. Mein Name ist Kumpel und wir stehen hier immer noch bei der Kommandeurin Way. Ja, die steht hier so rum und steckt mir ihr Gewehr durch die Brust. Hey. Oh, die Kommandeurin ist sehr beeindruckt von euch. Sie sagt, ihr habt das Zeug zum Heldentum. Zum Heldentum. Ich möchte nicht nur ein Heldentum, ich möchte ein Held sein. Ja. Was wollte ich denn? Ups, da wollte ich gar nicht dran an dieses Ding. Ich wollte, wenn überhaupt, an das Ding. Was haben wir hier denn so? Wir können aber leider gar nichts hier. Jetzt könnte ich jetzt mal hier rausräumen. Das muss noch entkernt werden. Das muss noch entkernt werden. Schleppen wir hier die ganze Zeit mit uns rum. Das muss noch entkernt werden. Ja, was denn noch? Mehr nicht, ne? Da haben wir noch die Wumme. Das muss noch entkernt werden. So, was haben wir noch? Der Eisberg. Und dann haben wir noch die Generalgrelz, das wollte ich ja mal sammeln, ne? Das packe ich mal rein. Der ist richtig gut. Da ist aber Willis anderes Auge drauf. Der muss dann wieder entkernt werden. Wann haben wir den denn freigeschaltet? Verflixt und zugenäht. Na, dann kommt Willi ein Auges Auge jetzt auch zu den Entkernungssachen und wir ziehen uns diese an. Dann haben wir nämlich mehr Rüstung. So, die Waffe, die ist auch noch. Da warten wir drauf. Die Wumse hier und diese Wumse, ich weiß nicht so genau. Wir bleiben jetzt mal bei den Pistolen. Wir werden noch so viel bessere Dinge erfinden. Die nehme ich alle mit, falls ich unterwegs was sockeln kann, dass ich dann am Ende wieder bereuen darf. Ja, die würde ich so gerne entkernen. Die behalte ich jetzt nochmal da tatsächlich da. Die Hose warte ich auch noch drauf. Dieser Gürtel macht einen riesen Feuerpanzer. Da könnten wir noch Gift drauflegen. Ja, wir lassen es mal. Wobei 5% mehr Schaden von Begleitern statt 15% Gesundheit von Begleitern. Nee, wir lassen das jetzt mal. Nur der Feuerpanzer. Ich würde ihn sogar nochmal aufheben, aber ich glaube nicht, dass wir mit dem noch groß... Wenn ich die Sachen hier jetzt direkt wegräume, dann vergesse ich sie. Das weiß ich. Haben wir hier noch was? Nö, da haben wir nichts mehr. Das auch gut. Naja, gut. Ich lasse das jetzt erstmal so. Trotzdem haben wir noch wahnsinnig viel Krusch dabei. Aber wir können den Hund ja schicken. Wir haben ja das Gute, dass wir den Hund schicken können. Gell, Hund? Ach so, apropos Hund. Was haben wir da noch, was wir ihn möglicherweise mal... haben wir noch einen Goldfisch? Den können wir verkaufen. Hier, du. Hier, nimmst du... Nee, wir kennen uns nicht, aber hier hast du Goldfisch. Tschüss. So, was haben wir noch? Bei dem verkaufe ich gerade mal schnell hier noch. Grüße. Ich habe da einen Begleiter. Habe ich ja jetzt alles verkaufen gedrückt. Ups. Guck mal da. Die sind ja auch nicht schlecht. Da könnten wir das Pistölchen da rausnehmen. Und wir haben ja nun wirklich genug Geld. Ja, das würde ich sogar mal machen. Die passt auch optisch einfach gut. Meins. So, die da kommt dann nach, muss noch entsockelt werden. Jetzt haben wir hier dieses. Jetzt sehen wir aus, als wären wir Edward mit den Scheren enden. Da. Und zwar kommt die dann auch nochmal da rein. Alles zum Kaputtmachen später. Dann gehe ich mal da lang. Edward mit den Scherenpistolen. Pistolenscheren. Ach, guck mal. Was habt ihr hier zu suchen? Dieses Gebiet ist ziemlich gefährlich. Seid ihr sicher, dass ihr wisst, was ihr tut? Nee, weiß ich nie. Du guckst uns nicht auf YouTube, sonst wüsstest du, dass ich das nie weiß. Oh, guck mal, da oben ist eine Urne. Dann gehe ich doch da lang. Hallo, Urne. Die war unergiebig. Wer seid ihr denn? Spinnen. Die sind schon eklig, ne? So. Hoch, Wölfe. Hey, ich bin kein Nahkämpfer. Geh weg. Geh doch weg von mir. Außerdem erkenne ich meinen Mops nicht. Mops. Oh. 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 Was war das denn? Ach so, da war ein Dings draus geworden. Ja, dann kommt das hier zum Mops und das hier zum Mops. Na gut, dass es nur einer ist. Sonst könnte ich hier ja nichts Unverfängliches mehr sagen, wenn ich hier einen Plural an Möpsen hätte. Ja. Tralalalala, tralalalala. Eine Truhe. Hallo. Na, die meint's ja gut mit mir, glaube ich. Ich guck nochmal rein. Jo.
Hose kann ich noch nicht anziehen. Die Hose kann ja jetzt theoretisch schon fast weg. Naja, der kann auf alle Fälle weg. Und den hier? Was kann unserer? Na, der kann nix. Ja, der kann nix. Unserer ist besser. So. Jetzt habe ich den Zauberstab ausgerissen. Na gut, lass dich mal kurz. Da unten hätte ich doch erst lang gehen sollen. Ich nehme immer den falschen Weg. Immer. Es ist ein Naturgesetz. Immer den langen. Und immer merken, du hättest auch unten lang gehen können. Ach, da ist auch das Fragezeichen. Was? Ach ja, es hat sich ja völlig wieder mal gelohnt, nicht hier lang zu... Oh. Der Mensch. Der Mensch hier. Ich will doch der Scherenhändenmann sein. Eduardo mit den Pistolehände. Ich mache die beste Pizza in der Stadt. Ich weiß gar nicht wieso. Oh, guck mal, ein Knüppel und eine. Ui. Wo kommen die denn her? Ach, guck, was ist das da oben für ein Riesending? Ja, toll. Hat die mich jetzt vergiftet? Achso, die platzt noch. Ach, guck mal. Kann man das hier zerstören? Nö. Kann man schon erschießen? Das hier kann man aber zerstören. Das finde ich gut. Zerstör es, hat er gemacht. Kann man es zerstören? Nein. Oh, ich bin auf einen... Oh, du bist ja eine fiese kleine Kröte. Stufenaufstieg. Ja, dann gehen wir gleich mal los hier. Ich wollte nämlich hier was machen, wo ich mir dachte, eben gerade wieder mal... Dass das hier schon ganz geil wäre, wenn wir das. Das geht aber nur mit. Lalalalala. Die Schattenlinge Geschosse. Die wollte ich nochmal holen, weil dann haben wir die öfter dabei. Und dann wollte ich das Geschick erhöhen diesmal wieder. Das ist ja für uns, glaube ich, ziemlich wichtig. Oh, Gold. Ich glaube zumindest. Halt, Dicke. Ach so. War schon. Das habe ich aus Versehen nochmal. Ups. Ja, doch. Da fliegt das Ding weg. Wir sind im Land der Spinnen. Oh, Urnen. Der Spinnen und Urnen. Kann man hier ein Ei kaputt machen? Warum ist hier wieder kein Ei zum kaputt machen? Ich möchte diese Eier gerne kaputt machen. Naja, gut, den Beschuss hier halten die Spinnen jedenfalls nicht gut stand. Das beruhigt mich auch ein wenig. So, schön drauf. Ich hätte gerne dieses Ding hier kaputt gemacht, diesen Nester, ehrlich gesagt. Schade, dass ich es nicht kann. So. Na gut, dass wir jetzt hier diese kleinen Helferli haben. Die tun auch nochmal ein bisschen was bewirken. Tatsächlich. So, da ist noch einer. Den habe ich schon erschossen, bevor er nur an mich rankam. War hier noch was? Gold. Und sonst? So, was ist denn das da? Komisches Ding. Komisch. Achso, da platzte wieder mein Temporärbegleiter. Gibt es hier noch was zum kaputt machen? Auch nicht. Warum kann man die Eier nicht kaputt machen? Oh, guck mal, da steht ein Mädchen, glaube ich. Und hat keine Probleme mit den Biestern. Geld. Komisch. Ich brauche eure Hilfe. Bitte helft mir. Unsere lieben Kleinen sind in diese Höhle gelaufen. Mein Ehemann Finas ist ihnen gefolgt, aber es wimmelt dort von üblen Wesen. Und er ist nicht zurückgekehrt. Hast du die Spinne unten im Bildschirm gesehen? Oh, ich bin außer mir vor Sorge. Bitte finde Finas und unsere kleinen Lieblinge. Ihr müsst uns helfen. Die verlorenen Kleinen. Ich habe eine neue Quest. Da gehe ich gleich rein. Ich wollte mich erst hier oben fertig umgucken. Eine Glocke. Ich kann aber nicht läuten. Ach so, hier ist... So, die sind auch schon mal tot. Und der ist auch tot. Tot. Mhm. Spinnchen. Ih, wer bist du denn? Galvanische Fliege. Fürchterlich. Wer schickt denn sowas? Kann ich mal die hier aus dem Gift raus? So. Und dann ist hier noch diese Riesenspinne. Ich
komme später wieder, wenn Ihnen das genehm ist. Ey, auf hier rumzusibbeln. Und ich stehe da so locker rum, ne? Was ein Riesenvieh. Also langsam muss ich auf die Live-Gen verzichten, wenn das so weitergeht. Wenn ich nicht bald jemanden finde, der hier entsockeln kann, was sehr schön wäre. Wer bist du? Du bist ein... Boah, weiß ich nicht. Ein Mensch. Das würde ich schon mal festgesetzt nehmen. Dass der hier rumstehen kann, während hier alles rumkrabbelt, verstehe ich nicht. Ich rede ihn mal an. Ich grüße euch. Könntet ihr mir behilflich sein? Ich war mit dem Großregenten unterwegs zum Wachtwaldtempel, als wir getrennt wurden. Ich hatte gehofft, ihn im Tempel wiederzutreffen, aber die Tore haben sich hinter ihm geschlossen. Als ich ihn das letzte Mal sah, ging es ihm sehr schlecht. Ich fürchte, er könnte sich dieselbe Krankheit wie die anderen Esterianer zugezogen haben. Das tut mir leid. Ich wollte durch das andere Portal im alten Esterianer-Refugium in den Wachtwaldtempel. Leider sind die Schlüssel gestohlen worden. Den einen haben Goblin-Bergmänner geraubt. Und wir glauben, den anderen haben Sklavenhändler, die seit kurzem in der Gegend sind. Man braucht beide Schlüssel, um das Wachtwaldportal zu aktivieren. Und sie zurückzuholen, übersteigt meine Fähigkeiten. Holt den Hauptschlüssel Glutstein von den Sklavenhändlern zurück und den Zusatzschlüssel Glutstein von den Goblins. Damit könnt ihr das Portal im Refugium öffnen und den Regenten abfangen, bevor ihr den Wächter ansteckt. Okay, dann machen wir das doch. Dann kümmere ich mich erstmal um die beiden Kleinen, glaube ich. Erstmal dieses süße, putzige Nebenquestchen, was mir auch so eine gewisse Dringlichkeit hervorruft, die armen Kleinen zu retten. Das möchte ich schon tun, weil wenn Kinder in Gefahr sind, da kenne ich keine Gnade. Oh, haltbare Beinkleider. Ah, hier sind Eisgel. Das ist ja... Ach, da war eine Spinne. Komm, baller sie tot. Ja, der Hund kann auch noch viele kleine Spinnen fressen. Oh, sind die nervig. Oh, ich kann hier Lichter machen. Das ist ja cool. Gibt es da noch mehr? Noch jemand am Leben? Ne. Auf das Eisgel. So, die Spinnchen ist tot. Die nicht, aber... Oh Gott, sind die nervig. Viele kleine nervige Spinnen. Ja, macht das mal für mich, bitte. Seid so gut. Noch jemand hier am Leben? Noch jemand? Wusch. Huch. Wusch. Oh, eine Lederrüstung. Wie konnte ich die denn übersehen? Huch. Oh, schon wieder die kleinen Viecher da. Überall. Und mein Leben geht rapide runter. Da muss ich auch mal bald gucken, wann denn hier die Dings notwendig sind. Habt ihr es? Das ist doch noch so ein... Ach so, das war ein Mensch. Ein eingepuppter, ein verpuppelter Mensch. Ach, ich bringe euch Licht, ich bringe euch Wärme. Ich glaube, das kommt hier nicht so gut. Allgemein bei denen hier nicht so beliebt. Licht und Wärme, wie man sieht. So. Da oben ist auch noch was, aber da kann man gar nichts machen, ne? Hier kann man nicht helfen, da oben dem armen Kerl. Ja, dass er eingemummelt ist. Oha! Wer bist du denn? Mit der hat doch keiner gerechnet hier. So, jetzt ballern wir einfach mal drauf, wie ein Wilder. Tratatata. Leider ist der Kampf an einer völlig unspektakulären Stelle. Man sieht gar nichts. Aus Versehen habe ich auch noch Licht gemacht, was mir ganz gut kommt. Ach, guck mal. So. Wänden sind auch noch Biester. Ich mache erstmal Licht. Erstmal Licht. So, die begleitet uns noch ein Stückchen, die Spinne. Oh, das war wieder ein Versehen. Oha. Packert.
Taka, Chaka, Lack. Oh, die Kleinen wieder. Die Kleinen. Immer die Kleinen. Immer auf die Kleinen. Oh, ein Feststock. Oha. Hier hinten ist doch auch noch irgendwo Licht zu machen, oder? Das machen wir doch direkt. Wir stehen mittendrin schon nur dabei. Gibt es hier irgendwo an den Eiern was zum Kaputtschießen? Nö. Wusch. Wusch. Ist hier noch irgendwas? Nein. Wusch. Ihhh. Wie unsympathisch. Uhuhu. Wusch. Wusch. Ich weiß nicht, ob es das bringt, aber ich würde gerne bei Lichte kämpfen. Ululululu. Du hässliches Ding. So, jetzt muss ich aber mein Leben wahrscheinlich genau im Auge behalten. Eat the beach. Ja. Und Feuer frei. Rang, bang, button. Huch. Mal noch was looten schnell. Alles, was wir können. Kleinen Biester hier, wenn davon noch... geht auch weg aus der Sülpe. Das will doch keiner. Da wird aber auch nichts von... Die Winterwitwe. Hallo, die Windtorwitwe. Ich könnte mal gerade den Hund noch verwandeln. Vielleicht ist er dann ein bisschen sinnvoller. Boah, Alter. Du bist ja echt harter Tobak. So, nochmal schön hier. Komm, ihr, euch tötet euch schon deshalb. Ach, die Spinne war schon tot. Um Verstärkung zu bekommen. Aber es hat ja sehr gut geholfen. Wie, das war's schon. Okay, ich guck nochmal kurz hier unten mich um, schnell. Oha, ich wusste doch, hier ist noch mehr. Da, guck mal, alle tot, alle weg. Kann man da hinten hoch? Nö. Wisch. Kann man nicht hoch. Ledergürtel. Eier sind hier sonst auch keine mehr. Diese Höhle hat einfach keine Eier. Da oben ist ein Portal zur Oberfläche. Ja gut, aber da ist ja auch der Typ. Ich glaube, wir haben ihn und seine Kleinen gefunden. Vielleicht nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber naja. Könntet ihr mir helfen? Ihr kommt, um uns zu retten? Den Wächtern sei Dank. Mir ist es gelungen, Schneeklöckchen und Sonnenstrahl hier in Sicherheit zu bringen. Aber ich habe mir das Bein verletzt. Und mit ihnen auf dem Arm komme ich jetzt nicht mehr aus der Höhle raus. Bitte nehmt ihr die beiden und tragt sie zu Billett. Dann folge ich euch, so schnell ich kann. Besten Dank für eure Hilfe. Dass dir das Bein gebrochen und willst nur, dass wir Spinnen damit nach oben nehmen und du bleibst hier in dieser kalten Höhle liegen. Der Mann hat einen Plan. Keinen guten, aber er hat einen. Den Wächtern sei Dank. Oh, meine Kleinen, meine Lieblinge, seid ihr verletzt? Geht es euch gut? Den Wächtern sei Dank, dass meine Schätzchen in Sicherheit sind. Wo ist Finas? Wo ist mein Ehemann? Ah, ich verstehe. Wir werden hier warten, bis er zurück ist. Ich habe doch gar nichts gesagt. Also nochmal. Der Ehemann liegt mit gebrochenem Bein in der Höhle und wird erfrieren. Ah, ich verstehe. Wir werden hier warten, bis er erfroren ist. Hab vielen, vielen Dank. Eine Menge Leute erkennen die Schönheit dieser besonderen Wesen nicht, aber ihr habt euch offensichtlich von ihrer sanftmütigen Natur überzeugen lassen. Hier, nehmt dies als Zeichen unseres Dankes. Giftig. 82 Schaden, ja. 99 Schaden. La 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 la. Das ist ja erfreulich. Oder lieber 21 Körperpanzer für den Hund. Bum 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 bum. Ist natürlich auch ein Wort, ne? Plus 54 Gesundheit. Aber in dem Falle passt die Waffe zu gut zu uns. Wir haben Stufe 17, weiß ich nicht schon, aber das würde super passen. Wir nehmen. Ich kann nicht mehr tragen. Ich würde schon sagen, schmeißt die einfach dahin, die Sachen.
fand ich jetzt ein bisschen unverschämt gerade, aber tatsächlich war sie unschuldig. Dann gibt's halt so. Ich nehme die erstmal. So, dann haben wir die Wumme da und die Wumme da. Oh, guck mal, die können wir beide benutzen mittlerweile. Wir können unsere Waffen erheblich steigern. Zack. Zack. Dann werden die da verkauft. So, lass mich nochmal lunseln. Okay, das ist 6 Körper. Das ist ein Panzer mehr, plus 2% auf Rüstung gegen Körperschaden. Glück bei Magie findet um 1% erhöht, plus 12 Eispanzer. Da haben wir einen Feuerpanzer drin. Das Eispanzer macht aber 18 Eispanzer uns. Die Hosen können wir noch nicht tragen. Hier ist noch ein 9 Körperpanzer. Dann haben wir aber kein Ding mehr. Der kann weg, der kann weg. Ich mach's erstmal so, der kann weg. 16 Giftpanzer Elektro, 13 Elektro Gift Elektro, das hier ist 10 Elektro, 10 Gift. Erhöht jeden Feuerschaden um 3%. Der springende Punkt dabei ist tatsächlich, dass wir damit das Giftpanzer-Dilemma, was uns sonst noch trifft, vielleicht so ein bisschen umgehen könnten. Eieiei. Eisschwallknüppel. Erhöht jeden alle Schaden um 2%. Und erhöht jeden Eisschaden um 3%. Da haben wir jetzt plus 4 Elektrizitätsschaden, erhöht jeden Eisschaden um 3%. Das tut der auch, aber das ist hier schon eine andere Liga, das Ding, ne? Den müssen wir entsockeln hier. Dann haben wir hier noch diesen schlumpfigen Sturmsplitterring, mystisch, der aber echt es nicht rausreißt. Da haben wir andere. Der kann auf alle Fälle weg. Die 12er mit 54 Sekunden Gesundheit. Aber ohne Sockel. Und wir haben ja eh noch andere Hosen hier bereit liegen mit Sockel. Da kann die definitiv weg. Die Wumme hier, die Feldschlange Brutal, wird schon interessanter als große. Aber die ist halt auch echt lahm. Die will ich aktuell gar nicht unbedingt haben. Auch so im direkten Vergleich. Sie ist halt auch schade. So, die kann auch weg. So, jetzt ist die Frage, ob wir uns hier neu aufstellen könnten. Wenn wir den hier mal anziehen, dann haben wir halt ein Feuerschaden- und Eisschadenproblem. So haben wir ein Giftschadenproblem. Wenn wir hier mit der Hose, die wir wahrscheinlich hier, können wir bald schon wieder wechseln, aber die macht, wobei die macht halt echt auch plus 35 Gesundheit. Jetzt setze ich dem das Gift rein, jetzt haben wir das Giftschadenproblem gelöst, dann kann der weg. Und dann kann der weg und dann kann der weg und der kann sowieso weg, den habe ich gar nicht gesehen eben. Die Handschuhe, da warte ich noch ewig drauf. Dass da wieder ein Glutstein reinkommt, weißt du? Der kommt dahin. Den können wir immer noch nicht. Der ist aber langsam auch schon überholt, ne? Ja, der ist schon überholt im Grunde, ne? War so ganz nett, aber puh. Komm weg. Und der hier, der ist noch nicht überholt. Auf den warten wir nach wie vor. Die behalte ich nochmal, man weiß ja nie. So, dann haben wir hier die 14er Körperpanzer, die 13er mit dem Sockel. Im Zweifel, die hier macht 15 Schaden plus von Begleitern und Dienern und hat den Sockel. Dann behalten wir die und tun die da tatsächlich verkaufen. Die hier und das hier, das ist ja eine Schulterrüstung, das auch. Ne, das sind Handschuhe tatsächlich. Ach, guck mal, wir haben hier 9er Handschuhe, allerdings ohne Sockel. Aber trotzdem, dann müssen die halt weg. Das sind die Handschuhe. Aber ich möchte halt die live, auch wenn sie noch so gering sein mag, ich möchte die behalten. Der Feuerpanzer ist ja, dann hier wird der Eispanzer hochgehen, eklatant. Aber das macht den Feuerpanzer schlecht. Ich behalte mal den Winters Mantel, ich nenne ihn jetzt mal so, und schicke mal den gerade kurz verkaufen. Der Begleiter ist noch